So, Freunde, Tag 7 ist angebrochen und wir machen einen Ausflug auf dem Amiga. Und zwar möchte ich euch hier den ersten Teil von Speedball vorstellen. Den Game Sound, beziehungsweise den Theme Soundtrack, wenn man es so nennen kann, den habe ich schon vom Gameplay Channel hochgeladen. Ist auch ordentlich beliebt, also ist eines meiner beliebtesten Videos, neben den beiden Enden von Mario Odyssey. Und ist auch ein ziemlich cooles Spiel. Ich meine es von der ganzen Atmosphäre her irgendwie, dass die ganze Musik läuft und wie dann dieser muskulöse Mann im metallenen Anzug ist. Es war eh damals so in den 80ern, 90ern so, dass es immer so der Zukunftssport immer gewalttätig war. Es ging um einen Ball und es waren einfach immer Kanten, die sich gegenseitig aufs Maul gehauen haben und sich gegenseitig getötet haben. Jo, ich möchte es halt, wie gesagt, einfach nur mal kurz vorstellen, das Spiel. Wir machen mal One-Player-Knockout. Jetzt können wir uns hier einen auswählen. Ich guck gerade mal. Oh, ich muss mal ein bisschen näher dran. Was kann der denn? Der hat viel Skill, der hat viel Power und der hat noch mehr Skill. Also der ist ja so ein bisschen Allrounder. Ich glaube, ich nehme den Power-Menschen. Pew! Gegen wen spielen wir? Mida. Ich kann jetzt die Werte... Okay, wir sind deutlich besser. Sollte eigentlich funktionieren. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen weit weg hier. Okay, ich weiß gerade nur nicht genau, wer wir sind. So, wir müssen auf jeden Fall den Ball schnappen. Wir können grätschen. Und wir müssen auch treffen. Und wir kriegen ja ein Ding rein. Na super. Moment, ich schieb das gerade hier mal rum. Hier, Schrecken. So, okay. Muss nur mal kurz das Fenster verschieben. Also ich finde das Spiel eigentlich ziemlich spaßig, auf jeden Fall. Der zweite Teil ist zwar noch um einiges geiler. Der zweite Teil ist wirklich noch um einiges geiler, weil da gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Da gibt es dann zum Beispiel an der Bande irgendwelche Sachen, die man dann quasi aktivieren muss. Dann kriegt man da nochmal Punkte für. Oder halt, ja, halt andere Sachen. Da kann man noch Transfers machen und so. Also der zweite Teil ist richtig stark. Ich glaube, es war von den Bitmap Brothers das Spiel. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr mittlerweile. Leider, leider, leider. Ja, aber man kann das Spiel auch verletzen. Da gab es nämlich im zweiten Teil auch Punkte für. Was ich ganz cool finde. Hier hingegen hat man die Möglichkeit, also da gibt es auch schon einige coole Sachen. Ich weiß nicht, ob es auch im Knockout-Modus gibt, den ich jetzt gerade gewählt habe. Aber in der Liga zum Beispiel, da kann man seine Mannschaft aufwerten. Genau, mit der Kohle, die man hier bekommt, mit diesen komischen, ja, ich sag mal, mit den Poker-Chips, die man hier einsammeln kann, die random auf dem Feld erscheinen, neben den Power-Ups. Und, also kann man, wie gesagt, sein Team verbessern. Und das Coole ist auch, wenn man sein Team maximal verbessert hat, dann kann man das Geld dafür benutzen irgendwie. Da kann man auch schon vor, aber vorher finde ich das nicht lohnenswert. Zum Beispiel den Schiedsrichter zu bestechen, dass wenn der Gegner zum Beispiel führt, dass er einfach nicht abpfeift, sondern dass er noch ein bisschen Zeit oben drauf gibt. Oder dass er dann halt, weiß nicht, dass das gegnerische Team sabotiert wird, dass sie halt nicht so gut drauf sind und so. Das finde ich halt schon sehr cool. Ich weiß nicht genau, von wann das Spiel ist. Ich schätze mal 1990 oder so wird das sein. Oder wahrscheinlich ist der zweite Teil von 1990 und das ist irgendwo von 88 oder so. Aber auf jeden Fall ziemlich spaßig. Den zweiten Teil habe ich auch schon beim Stream gespielt. Uiuiui. Und das ist halt die Frage, ne? Also durch den... Also gerade im zweiten Teil. Wenn man selbst auflevelt, gibt es halt so gesehen kein Ende. Die gekauften Spieler, die haben ein Limit zum Aufleveln. Das ist halt natürlich die Frage. Investiert man mehr Zeit und Geld in die eigene Mannschaft oder holt man sich lieber direkt gute Spieler? Das ist immer so die Frage, ne? Das hat man hier glücklicherweise noch nicht. So, ah, guck mal, wir machen die ja richtig nass. 6-1 schon und die Halbzeit, ah, die ist ja noch in weiter Ferne. So, komm, weg. Nein! Aber wir haben leider noch nicht allzu viel Geld bekommen. Also, ich bin übrigens der Grüne, genau. Hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen. Es ist natürlich blöd. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier quasi chronologisch die Teams von schwach zu stark besiegen oder bekämpfen müssen im Knockout-Modus. Aber wenn wir jetzt natürlich viel Geld kriegen, dann können wir uns schon mal vorab ordentlich aufleveln. Aber leider ist das jetzt, also das Geld hier bisher noch nicht allzu häufig da gewesen. Weil das, man hat zwar auch ein akustisches Signal, dass das Geld da ist mit diesem Piep oder mit diesem Ping, besser gesagt. So, komm, Baby, komm. Ja, wo ist es? Wo ist es? Where is it? Oh, es habt ihr sogar mal ein Tor gemacht. Ich gönn's euch. Ich gönn's euch. So bin ich, ne? Nein, 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 nein. Ja, in diesem Jahr gab es ja nur zwei Amiga-Spiele. Oder beziehungsweise es gibt zwei Amiga-Spiele. Eins kommt noch. Wie ist es schon Ende Gelände? Ist nur eine Halbzeit. Ach so, okay.
So, jetzt können wir hier zum Beispiel Vibe Official machen. Das ist dann, dass wir den quasi bestechen. Vibe Trainer. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich den gegnerischen Trainer. Vibe Timer. Ist eigentlich ganz cool. Also extra Skill, extra Stamina. Das sind halt die Sachen, die man verbessern kann. Reduce Stamina vom Gegner. Natürlich. Ich kaufe mir extra Skill. Ja, kein Geld mehr. So, jetzt haben wir schon einen schwierigeren Gegner. Machen wir noch ein Match, machen wir noch. Oh ne, es ist der gleiche. Hä? Es ist schon wieder Mida. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder können wir uns jetzt wirklich auch in der Halbzeit was kaufen? Das ist natürlich cool. R, was ist denn R? Ach, okay, jetzt sind die Gegner sehr, sehr langsam. Deswegen ist R. Jungs, schön über die Bande. Oh, steht denn da keiner? Mensch. Bananenflanke. Oh, oh, oh. Ah, hat er mich erwischt. Hat er mich erwischt, der Arsch. So, schön über die Bande und auffangen. Ach, verdammt. Ja, die Torhüter sind meistens relativ stark. Die haben ziemlich viel Körperkraft, leider. Und die kann man wirklich nur schlecht umhauen. Ist aber auch möglich. E ist was. Ich bin ja jetzt langsamer. Toll. Das bringt's ja voll. P ist was. Es gibt ja auch F, das ist glaube ich Freeze. Da sind die Gegner eingefroren, aber auch der Torhüter. Das ist immer ganz praktisch. Irgendwie kommt jetzt hier kein Geld mehr, ne? An die Sonne. Also soll ich halt auch so Bouncer im zweiten Teil hier auch Geld hergeben. Ist auch sehr cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und zack. Hihihihi. Ho, 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 ho. Komm her, Ding da. Papa zeigt ja, wie das funktioniert. Scheiße. Ich hab nichts gesagt. So, und ach, verflucht. Ja, aber cool. Ich habe doch gerade Geld gehört. Wo ist das Geld? Führ mich zum Schotter. Ja, egal. Oh, es ist irgendwie Hin- und Rückrunde oder sowas. Kann das sein? Ich habe jetzt ein Tor. Das ist jetzt gerade nicht so gut gerade. Ach, fick dich. Auffangen. Ach, schade. Nicht so schlimm. Also das Fiese hier im Spiel ist, wenn man dann nämlich, wenn der Torwart, beziehungsweise wenn der Ball zu meinem Torwart geht, während der Gegner die Führung hat, dann, man bekommt nicht wirklich mit, ab wann man den Torhüter steuern muss. Scheiße. Latte. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. Haha. Ja, zwei Tore sind komfortabel. Das ist in Ordnung. Kann mich jetzt noch mal ein bisschen um das Geld kümmern, weil das Spiel so gleich zu Ende, so wie es aussieht. Oder? Ja, okay. Gewonnen! Wie viele Münzen haben wir denn bekommen? Zwei? So lächerlich ist das. Mensch. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Sound überhaupt hört. Ich glaube nicht. Egal. Ja, komm, machen wir nochmal hier kurz extra Skill. So. Ich weiß nicht immer, wie viel das hergibt. Der nächste Gegner wäre Auriga. Immer noch deutlich schlechter als wir. Ist uns jetzt aber auch egal, denn das war's jetzt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Speedball. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Wie gesagt, der Nachfolger ist um einiges besser. Aber auch dieser hier ist schon... Also der ist halt einfach unkomplizierter, weil aufgrund der fehlenden Transfers und so weiter... 2,23 Meter ist eine andere groß heilige Scheiße. Ja, aufgrund der fehlenden Transfers und so weiter ist es natürlich um einiges unkomplizierter. Bietet aber dadurch auch weniger Möglichkeiten. Der Liga-Modus hier ist auch sehr cool. Ich glaube, ich bin noch nie Meister geworden. Aber was soll's. Gut. Also, das war's jetzt, ne? Schönen Tag noch und bis morgen dann. Tschüss.